Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur back am Start, heute im Slot Midas Golden Touch. Ich habe 2500 Euro in Bitcoin eingezahlt, Bitcoin hatte zurzeit einen relativ guten Kurs und ich spiele halt mal großes Bins, 50 Euro Umdrehungen in Midas Golden Touch, einer eurer Lieblingsslots. Auf geht's, ein paar Leute haben mir Fragen gestellt, ich werde die jetzt so, ja, bisschen beantworten, nicht allzu genau. Die erste Frage war, ob ich uhrenbasiert bzw. interessiert bin. Ich würde sagen, ich bin uhreninteressiert, versiert ist immer, naja, schwer zu definieren. Auf jeden Fall habe ich mir auch ein paar Uhren zugelegt, das ist ganz, ganz klar. Ein paar teure, ein paar nicht so teure. Und grundsätzlich bin ich trotzdem der Meinung, dass Uhren als Wertanlagen immer ein zweischneidiges Schwert sind. Hängt natürlich immer von der Nachfrage ab, ist ganz klar. Da würde ich eher, wenn ich ganz ehrlich bin, in Kryptos, beziehungsweise wenn ich ganz, ganz sicher sein möchte, in European Traded Funds investieren. Da muss man natürlich auch überprüfen, welche Firmen in den ETFs vertreten sind. Da gibt es ein paar bessere, gibt es ein paar schlechtere. Aber dazu gibt es sicherlich auch, ja, genauere Videos wie ein Casino-Video oder ein Slot-Video, die das besser erläutern und euch die besten Anlagemöglichkeiten, ja, erläutern, ist ganz klar. Auf jeden Fall, meine Anlage ist heute Midas Golden Touch und ich hoffe mal auf Freispiele. Ich meine, ich hatte ja relativ lang keine Freispiele mehr. Wenn ich die heute mal bekommen sollte, wäre das ein Traum. Dann können wir heute mal fett abkassieren. Und wenn nicht, kann ich leider auch nichts dran ändern. Ich werde es bald, glaube ich, auch bald mal Hongkong Tower spielen, ist ein Slot, den ich auch sehr, 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 sehr cool finde. Habe ich sehr lange nicht mehr gespielt. Hatte hier aber auch ein paar okay Gewinne, nichts Großes, aber ist ein cooler Slot, ich finde das Prinzip cool. Vor allem die Freispiele, ich weiß nicht, ob ihr Hongkong Tower kennt, aber ja, ist ein cooler Slot. Auf jeden Fall, Midas Golden Touch, bitte gönn mir Freispiele, bitte gönn mir einen Mega-Gewinn. Das wäre wirklich jetzt, ja, verdient oder super einfach nur. Wäre einfach nur super, wenn wir das mal bekommen könnten. Natürlich bezweifle ich es wie immer. Da ich letztens hatte ich eh nicht so mega, mega, mega schlechtes Glück. Ich hatte hin und wieder ein bisschen Glück, hin wieder ein bisschen Pech. Und ein paar Leute haben leider noch immer nicht verstanden, dass ich einen, ja, Hauptkanal habe, ist ganz klar. Der Hauptkanal ist in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch den anschauen möchtet. Wenn ihr ein Abo da lassen möchtet, sind da englische Gambling-Videos, ganz, ganz klar. Meistens finanziert, haue ich auch ein paar Gewinnspiele raus. Da verlose ich das Geld hin und wieder an, ja, Wohltätigkeitsorganisationen. Ist ganz, ganz cool. Finde ich cool. Ich bin ja, wie ich schon immer gesagt habe, nicht auf das Geld angewiesen. Finde es aber trotzdem relativ cool, wenn ihr ein Casino das finanziert. Das ist ganz, ganz klar. Aber auf jeden Fall werde ich hier nicht finanziert. Hier zahle ich immer mein eigenes Geld. Dann ist auch ganz, ganz offensichtlich. Ich habe ja zu eine kleine Reichweite. Und ich hätte auch ehrlich gesagt kein Interesse. Und ich bin auch nicht werbeinteressant für die, ist ganz klar. Ich glaube, Leute, die nicht wirklich direkt für Glücksspiel werben, sind für die eher, ja, kein guter Kauf, ist ganz klar. Aber, ja, mindestens bin ich dafür, ja, transparent und glaubwürdig, kann man so sagen. Das heißt, wenn ich verliere, verliere ich mein eigenes Geld. Ist dumm, aber, ja, was soll man machen? Auf jeden Fall, die Bonus-Buys sind bei euch auch relativ cool angekommen. Ich könnte auch mal wieder ein paar Bonus-Buys in ein paar anderen Slots machen. Hier gibt es ja einige, die relativ cool sind. Aber mal schauen, was sich hier anbieten wird. Auf jeden Fall, Midas, bis jetzt eher nichts. Ist natürlich schade, aber wenn was kommen sollte, wäre das toll. Und wenn nicht, dann kann ich leider auch nichts dran ändern. Aber jetzt Freispiele wäre natürlich super. Und wir kriegen Freispiele, okay. 4 Tore bringen eh nichts. Wir kriegen Freispiele, das ist nice. Jetzt gönn mal den 100er Multi. Gönn den 100er Multi heute mal und wir sind happy. 100er Multi. Gute Hände, gute Connections oder einfach erster Spin ist wieder nichts. Zweiter Spin, Wild ist gut platziert. Okay, wir kriegen einen Retrigger. Wir kriegen einen Instant Retrigger, Leute. Das kann jetzt zahlen. Ich bin hyped. Das kann jetzt wirklich zahlen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir haben noch sehr, sehr viele Spiele. 17 Freispiele inkludiert mit diesem. Ach, schade. Wir hatten 2 Wilds hier, keine Connections. Okay, wir bekommen mal mindestens Queens. Schon mal nicht so schlecht. Jetzt bräuchten wir nur noch mehr Hände oder mehr Queens oder einfach gar nichts. Ich meine, 250 ist schon mal nicht so schlecht. Wenn wir das bei jedem Spin bekommen, dann laufen wir gar nicht so schlecht raus. Aber auf jeden Fall bis jetzt die Freispiele nicht grandios. Ich hatte das letzte Mal ja auch schon mal 20 Freispiele, glaube ich. Und ich hatte gar keine Gewinne. Komm, Aces connecten mindestens. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Kelche connecten oder irgendein Top-Symbol. Aber auch ein Fullscreen würde ich natürlich nehmen. Okay, wir bekommen noch ein Wild. 2 Wilds sind schon mal nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir noch ein paar Hits. Wird nichts mehr. 500 sind es oder mehr. Mehr sogar. 600, okay. Ich meine, ich kann mich jetzt noch nicht freuen. Wir haben zwar noch sehr, sehr viele Spins, aber bis jetzt keine guten Gewinne. Das connectet leider nicht. Ja, was soll man sagen? Wir hoffen einfach drauf. Ich meine, wir haben noch viele Spins.
Bis jetzt sind es die Freispiele nicht. Die sind völlig schlecht. Aber okay. Na, schade, das Wild connected nicht. Das wäre krank gewesen. Jetzt da hier eine 10 oder hier. Ja, hier ein Jack, hier ein Jack, hier ein Jack. Oder noch ein Tor, noch ein Tor, noch ein Tor. Okay, 30 Freispiele. Leute, 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 jetzt wird's interessant. Das ist schon mal ein guter Gewinn. Also nichts Krankes, aber ein guter Gewinn. Und nochmal 10 Freispiele. Okay, okay, Leute, das könnte jetzt wirklich interessant werden. Das könnte wirklich krank werden. Komm, 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 komm. Das ist sehr, sehr, sehr selten. Entweder wir kriegen jetzt gar nichts mehr. 20 Spins haben wir noch. 20 Spins. Hoffentlich sind die nicht alle schlecht. Das wäre natürlich wirklich jetzt eine Schande, wenn wir hier unter 5 oder 7k rauslaufen. Das wäre wirklich schlecht. Und wir bekommen mal 2 Wilds. Hier ein Ace und hier ein Wild. Oder hier ein Wild und hier ein Ace. Weder noch, aber wir nehmen es mit. Alles, was connected ist, okay. Okay, wir bräuchten hier ein Ace. Hier ein Ace. Das wäre echt gut. Okay, 9 geht auch. 9 geht auch. Leider nichts, aber ist ein guter Gewinn, ist ein guter Gewinn. Wir nehmen es mit. Wir nähern uns einen guten Gewinn an. Ich meine, wir haben noch sehr, sehr viele Spins, 17 Spins. Ich habe die Hoffnung, dass wir hier heute was Großes gewinnen, Leute. Ich habe echt die Hoffnung. Auf geht's, komm. 15 Spins haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen Retrigger. Ich glaube, es wird nicht passieren, ist ganz klar. Auf jeden Fall, nicht nur Dead Spins, come on. Wir haben jetzt zwar... Alter, komm. So schmerzhaft mit 50 Euro Umdrehungen. Leute, komm. Verbind doch mal was. Nicht nur Jacks. Ich meine, das ist eine Fullline Jacks, aber verbind doch mal bitte ein Top-Symbol. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind 20 Spins in, wir hatten keine einzige Verbindung auf einen Top-Symbol. Keine einzige. Wir haben noch nicht mal ein 100er Multi mit 30 Freispielen. Kann sich alles in einen Spin ändern, wir wissen das, aber Leute, es wäre doch auch mal nice, wenn wir jetzt schon einen Mega-Gewinn kriegen. Und wir haben auch nie mehr wie ein Wild direkt gedroppt bekommen und keine Wild Reels etc. Ist echt schade. Ich glaube, das wird unter 5k rauslaufen. Und das wäre wirklich enttäuschend. Das wäre wirklich enttäuschend, Leute. Ich meine, okay, Full Line of Ace ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Hier noch ein Ace oben für 2 Full Lines oder noch ein Ace hier. Okay, 2 Full Lines of Ace ist nicht schlecht. Jetzt ganz Full Board Aces wäre auch okay. Hier noch ein Ace, dann haben wir 3 Full, sogar mehr Full Lines tatsächlich. Okay, nee, aber das ist ein guter Gewinn. Das ist ein guter Gewinn. Nichts Geisteskrankes, aber ein guter Gewinn ist es. Okay, das rettet uns ein bisschen, aber es schickt uns auch nicht so viel, wie wir gewinnen müssten. Ich meine, 7k, komm, die 10k sind drin. 10k sind drin. Komm, 50 Euro Spins, 200er Multi, 30 Freispiele, das ist drin und das ist ein gutes Setup. Hier jetzt ein Queen, okay. Jetzt Fullscreen, Fullscreen wäre krank. Leider nichts mehr, aber nehmen wir mit, ist nicht schlecht. 825. Passpins haben wir noch. Okay, wir verbinden. Okay, wir verbinden fast wieder eine Fullline mit Aces. Jetzt bräuchten wir nochmal Aces. Hier können ein Ace hier. Dann können wir nochmal gut gewinnen. Okay, das Ace nehmen wir auch. Letzte Reihe Aces wären jetzt ganz wichtig. Schade. Aber ist okay, nehmen wir mit, ist ein guter Gewinn, ist ein sehr, sehr guter Gewinn wieder. Aber 10k sind wir noch nicht. Leute, trotzdem, ich klinge hier richtig unzufrieden. Ich bin schon sehr zufrieden, aber es könnte halt noch viel kranker sein, Leute. Ace hier? Nee. Ein Ace hier hätte können wieder gut sein, so sind es 500, ja. Okay, ich meine, wir reihen uns zwar nicht bei den größten Gewinnen von mir überhaupt ein, aber 10k, Leute... Ihr wisst, was es ist. Das ist ein fettes Cashout. Das ist ein fettes Cashout. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich meine, es war das eines der besten Setups, die ich seit langem hatte. Seit langem. 11k. Wir drücken auf 11k runter. Vielleicht kriegen wir nochmal Freispiele. Wird, glaube ich, nicht passieren. Aber wenn ja, wäre das natürlich krank. 2 Retrigger in den Freispielen. 30 Mal. Trotzdem nur ein 200er Multi. Ist. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ist jetzt aber nicht super gut. Ist aber trotzdem gut genug, eine Aufzahlung zu tätigen. Okay, Leute. Okay. Endlich mal wieder einen Gewinn eingefahren. Das ist nice. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Und sie läuft tatsächlich. Das wäre jetzt wirklich schade gewesen, wenn sie nicht gelaufen wäre. Aber lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das war gut. Cheers.